Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum 24. GPL-Spieltag. Die GPL nähert sich dem Ende, wir haben hier noch nur noch zwei Spieltage. Heute spielen wir gegen den lieben Octopaul. Wir sehen in meinem Team mein Megabibur, mein Lashoking, mein Crawdant, mein Tandrak nach langer Zeit mal wieder, mein Flunschlick und mein Aromatiss. Und die Idee bei meinem Flunschlick, beziehungsweise eigentlich wollte ich einfach mal wieder Flunschlick mitnehmen, denn ich hatte das auch in der Hinrunde gegen Paul dabei. Und ich dachte mir, okay, spielst du Flunschlick, aber wie? Dann habe ich mir überlegt, spielst du das mal mit einem Ballon? Könnte ganz gut funktionieren. In seinem Team sehen wir ein Nidoking, ein Mega Altaria, ein Relaxo, ein Suicune, ein Latios und ein Forstelka. Und dann würde ich sagen, ich rede gar nicht lange drum rum, sondern fang direkt an. Ich überlege gerade, womit ich noch geleadet habe. Ich glaube, ich habe einfach mit Bibo angefangen. Während er Klumpen in den Kampf schickt. Ja, genau. Ich leade mit Bibo. Hier war ich am gucken, ob Dampfwalze, war das Dampfwalze? Ich glaube ja, Bulldoze. Kontakt herstellt. Weil ich sonst damit angegriffen hatte, tut es aber, deswegen gehe ich einfach auf die Kehrtwende, einfach um zu scouten, trägt ihr den Beulenhelm oder die Überreste, die meisten tragen ja interessanterweise den Beulenhelm. Und ja, er trägt den Beulenhelm natürlich, deswegen bleibe ich hier gar nicht lange drin, sondern wechselt direkt aus. Er bekommt jetzt quasi Free Stealth Rocks, was ein bisschen ärgerlich ist, aber was soll's, ich habe nichts, was besonders Schwaches dagegen, außer vielleicht Bibor. Er wechselt hier direkt aus. Erwartet jetzt wahrscheinlich meinen Flammenwurf, deswegen bin ich hier auf Siedewasser gegangen. Oh, negativ, ein Psychoshock, stimmt. Was denn? Ach genau, ich hatte Angst vor Suicune switchen, deswegen bin ich dann auf Psychoshock gegangen. Hier jetzt aber auf Siedewasser, ich outspeede das. Und will, das macht nicht viel Schaden, aber ich krieg den Burn. Endlich war Scald mal auf meiner Seite. Er greift ihn mit Rückkehr an und macht mir ziemlich guten Schaden. Also, wäre nicht geburnt gewesen, hätte es noch weit schlimmer ausgehen können. Ich gehe jetzt nochmal auf den Psychoschock. Denn warum nicht? Reicht sogar aus, um ihn zu besiegen. Muss allerdings Max Damage gewesen sein, glaube ich. War sehr überrascht, dass es ausgereicht hat. Und hier geht er jetzt auf Donnerblitz. Macht allerdings nicht genug Schaden, kriegt aber die Para dadurch. Und das hat mich ein bisschen genervt, muss ich zugeben. Da war ich schon so ein bisschen, okay, Scaldburn 30%, aber Donnerblitz-Para ist schon sehr eklig. Er ruft das hier jetzt aber zurück, was ich nicht ganz verstehen konnte, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht spielt er es mit einem Wahl-Item, vermutlich mit dem Scarf, und hat jetzt Angst vor einem Flunschlick-Switch. Ich wechsle die aber tatsächlich in Sweetheart, mein Aromatiss, denn ich möchte gerne die Paralyse loswerden. Und dank... Oh Gott, wie heißt die Attacke? Gehirn, bitte funktionier. Aromatherapie. Oder Aromakur. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die auf Deutsch heißt. Also kriege ich aber die Paralyse weg. Er wechselt hier jetzt in Nidoking. Und mein erster Gedanke war, okay, scoutest du mal mit einem Schutzschild. Das wäre die Aromakur. Und peilt aber die Paralyse. Heile mich hier noch ein bisschen Überreste. Und jetzt wollte ich erstmal gucken, was genau er spielt und was er einsetzen will. Er geht hier auf den Giftdieb, was mich überrascht hat, denn soweit ich weiß, spielt mein Nidoking speziell offensiv. Aber gut, dachte ich mir, warum nicht? Ich spiele auch gerne mal ein bisschen mit ein paar selteneren Sets. Hier habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet zu überleben, denn ich dachte, er wäre voll physisch offensiv, also ein hartes Wesen mit vollem Investment und so, ist aber offensichtlich nicht. Das hat mir gezeigt, er ist höchstwahrscheinlich Max. Max? Mixed. Denn ich hätte keinen voll physisch offensiven Gift-Tieb ausgehalten. Hier geht er jetzt auf den Donnerschlag. Zeigt mir damit, okay, ich habe was gegen deinen Lashoking, falls du das reinschicken willst. Und ich glaube, hier gehe ich jetzt einfach auf die Mondgewalt. Denn ich wusste nicht wirklich, an was ich reinswitchen will. Und dieses Nidoking, werden wir noch sehen, wird eine recht große Gefahr. Ja, genau, ich bin einfach auf die Mondgewalt gegangen, weil ich drinnen bleiben lohnt sich nicht wirklich. Ich hätte gerne Psychoschock gehabt. Ich weiß gar nicht, ich kann das Psychoschock erlernen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Jedenfalls opfer ich hier jetzt Sweetheart. Und... oder auch nicht. Ich rechne hier mit dem Donnerschlag. Und wechsle deswegen in Floppy Disk. Und ich weiß, dass mir ein Gift-Dieb ziemlich wenig Schaden machen würde.
Ich gerade den Luftballon in Schweben und er geht auf Erdkräfte und es hat keine Wirkung. Weil ich den Luftballon hab. Ich glaube, hier bin ich jetzt auch auf die Erdkräfte gegangen. Denn. Ja, genau, auf die Erdkräfte. Er hätte das nicht überlebt. Machen guten Schaden an Klumpen. Hier wechsle ich jetzt aus, denn ich bin langsamer als das Ding und ich möchte meinen Luftballon nicht verlieren. Wechsle darum in Star-Lord. Denn ich sehe das hier für eine gute Möglichkeit für einen Switch, für einen Sweep, Setup-Sweep-Gedöns. Aber leider geht er hier aufs Toxin. Das war nicht schlecht von ihm. Wir wissen jetzt, er hat Tarnsteine, Toxin, Voltwechsel und höchstwahrscheinlich dann den Turbodreher. Er schickt Suicune rein, während ich auf einen Drachentanz gegangen bin. Oh ja, dieser Suicune, das ist definitiv ein Suicune. Ich hasse dieses bulky Kackvieh. Aber ich weiß, dass ein Knockoff sehr viel Schaden machen wird. Und geht deswegen einfach plopp auf den Knockoff. Reicht leider nicht ganz aus, aber ich kriege seine Maronbeere weg, also nichts mit Chesto-Resto. Er geht hier auf Brüller. Womit ich nicht gerechnet habe, bin ich ganz ehrlich, aber wenn er mein Team kennt, wollte er damit vielleicht sogar meinen Kributa countern. Also wenn er meine Pokémon kennt. Er forst mich hier in Floppy Disk, was mich ein bisschen nervt, denn das möchte ich nicht dagegen draußen haben. Und muss jetzt auswechseln in mein Elizabeth, aber ich weiß auch, dass er mir hier nicht viel anhaben kann. Achso, Leben ist bloß, ich kann ihm auch nicht viel anhaben. Immerhin kriegt er hier nicht den Burn, das hat mich schon mal gefreut. Aber dafür kann ich jetzt einfach auf die Erholung gehen. Und wenn ich schlau gewesen wäre, wäre ich direkt wieder in Stunfisk ausgewechselt und hätte die Erholung predicted. Aber ich war mir nicht sicher, wer schneller ist von uns beiden. Ich gehe auf den Psychoschock und wir sehen schon mal, der macht keinen Schaden. Deswegen wechsle ich hier direkt aus. Ich hatte hier Angst vor einem Sleep Talk Set. Und wir sehen, das ist kein Sleep Talk Set. Hier wäre ich schlau gewesen, wäre ich glaube ich einfach auf Draco-Meteor gegangen. Ich bin auf den Donnerblitz gegangen, denn mein Gedanke war, okay, ich logge mich so oder so in die Attacke. Ein Donnerblitz, Draco-Meteor hätte beides ausgereicht. Wer hätte jetzt allerdings meinen Donnerblitz predicted und wäre in Nidoking gegangen, hätte ich echt ein Problem gehabt. Tut er aber nicht. Dafür geht er jetzt in Nidoking, jetzt wo Klumpen endlich weg ist. Ich muss Pestilenz auswechseln. Und Opfer dann jetzt tatsächlich Sweetheart. Rieb, Tarnsteine OP. Game Freak Nerf, please. Aber er geht hier auf die Erdkräfte. Und ich schicke Star-Lord rein. Einfach wegen der Wasserdüse. Leider scheint er das zu predikten. Und wechselt deswegen hier in Karo. Das einzig Gute ist, dass er, na wie heißt's, kein HZU-Absorber hat, sondern Pressure. Es gibt doch HZU-Absorber zu Suicune, ne? Ist das jemals offiziell released worden? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nehme ich den Schaden durch den Toxin und wechsle hier wieder aus, denn ich möchte die Wasserdüse behalten. Ich möchte definitiv die Wasserdüse behalten für den Fall, dass ich gegen Nidoking ankämpfen muss. Und ja, er wacht hier jetzt auf, geht auf den Eisstrahl. Er hat mich damit längst nicht rausnehmen können. Ich kann hier auf den Draco-Meteor gehen, connecte mit ihm auch, Gott sei Dank. Und bye bye Suicune. Ich bezweifle, dass der Crit notwendig war. Ein Choicebacks Adaptability Tanrak braucht das nicht, um Suicune rauszunehmen. Er tickt der Cream rein. Und ja, vor Cream. Pass auf. Erstmal habe ich damit gerechnet, dass er sein Drachentanz-Set ist, weil er das auch letztes Mal dabei hatte. Deswegen dachte ich mir hier, okay, er muss also auf eine Attacke wie Drachenklaue oder was auch immer gehen. Vielleicht hast du Glück und paralysierst das Ding mit Statik. Vielleicht hast du auch Glück und er wird greedy und benutzt zwei Drachentänze. Dann kannst du ihn mit Donnerwelle paralysieren. Funktioniert nicht. Dann habe ich mir gedacht, wie schnell ist ein Mega Altaria plus 1 im Vergleich zu Bibur? Ich habe es ausgerechnet und bin auf das Ergebnis gekommen, dass Mega Bibur mit einem Punkt schneller ist. Also, ist das kein Problem. Ich kann einfach Mega Bibur reinschicken, auf Gift-Tip gehen und das Ding rausnehmen. Ja, wir nehmen Schaden durch die Tarnsteine. Ich gehe einfach auf den Gift-Tip und er ist schneller.
Ich habe mich gewundert, warum. Dann habe ich herausgefunden, auf Level 100 ist Mega Bibor mit einem Punkt schneller. Auf Level 50 ist Mega Altaria mit einem Punkt schneller. Ist letzten Endes kein großes Problem, denn ich hätte sowieso nichts mehr gegen das Altaria machen können. Aber da haben wir gelernt, Leute, rechnet das auf Level 50 durch und sagt euch nicht, ach, das macht keinen Unterschied, Level 50 oder Level 100. Doch, in so einem Fall macht es einen Unterschied. Damit verlieren wir dieses Match leider 3:0. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich fand, es war ein nicht schlechtes Match. Ja, hätte besser laufen können, natürlich, aber letzten Endes hat sein Mega Altaria mich da kaputt gemacht. Ich hätte eine physisch-defensive Wall mitnehmen sollen. Ich glaube, mein Brigaron hätte da gute Arbeit leisten können, aber was soll's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch die anderen Videos an, die ich diese Woche hochgeladen habe. Ich habe da ja so ein bisschen was anderes noch mit auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö.